Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 5. So, nochmal geguckt, ob ihr alles aufnehmen tut. Es tut alles aufnehmen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wünsche euch viel Spaß bei GTA 5 in dieser Folge. Heute starten wir mal eine Mission mit Trevor. Mit dem haben wir uns im letzten Part auch schon mal begnügt. Wir kriegen von Ron einen Anruf. You know I don't like using these things. They're listening. Then make it quick. That business thing's been set up. The Chinese guy, Mr. Chang, is at the inn. You said that on the phone? What the fuck is wrong with you, damn it, Ron? Now I'm gonna have to discipline you and you know how I feel about that. Jetzt muss er ihn wieder bestrafen, aber er steht doch auf Bestrafung. Vielleicht. Was wollte ich gerade sagen? Naja, egal. Auf jeden Fall, Trevor ist jetzt unser Hauptmann erstmal der Mission oder in den nächsten Parts, denke ich mal. Und wir schauen einfach mal die gesamte Karte an. Ich glaube sogar. Nee, ist das jetzt wieder ein anderer Bezirk? Ja, klar. Schaut euch das mal an. Kann ich wegzoomen? Achso, das ist schon das Weite. Guck mal, wir waren ja hier unten sonst mit Michael und Franklin. Jetzt sind wir im Norden der Stadt. Ja, im Norden der Stadt bei Trevor. Und wir müssen zum Chinesen hin. Also, es hat irgendwas mit dem Chinesen auf sich. Mal gucken. Da können wir aber leider nicht zu Fuß hingehen. Doch, können wir schon, aber wir nehmen unser Wägelchen. Wir haben es ja schon im letzten Part einmal gemacht. Und zwar gibt es da noch, oh Gott, zu viele Sachen. Geländerennen sind unverfügbar bei der Fahne. Und unten steht noch Offroad-Ereignisse. Komm und mach mit bei einem der aufregendsten Geländerennen des Landes. Bring dein eigenes Fahrzeug mit und reize es bis ans Limit aus. Fahre um die Wette und oben. Mein Handy bitte. Oh, der hat aber ein schickes Handy, aber schon ein bisschen kaputt, oder? Schon ein bisschen kaputt. Also E-Mails, Event, hier. Geländerennen und um eine Chance auf hohe Geldpreise. Das darfst du nicht verpassen. Southern San Andreas Superautos. Was haben wir denn noch hier alles bekommen? Neue Teile jetzt auf Lager. Hi, ich bin's Brad aus dem Knast. Aber haben wir nicht mit dem gerade geschrieben? Brad, nee, den haben wir, glaube ich, im letzten Part noch nicht getroffen. Naja, okay, wir fahren jetzt erstmal zum Chinesen hin. Wir fahren jetzt erstmal zu dem Chinesen hin und schauen mal, was unsere nächste Mission sein wird mit Trevor. Ich habe die ja im letzten Part die Mission ein bisschen übersprungen, weil ich mich da so ein bisschen blöd angestellt habe und deswegen. Also in der Aufnahme tue ich mich immer ein bisschen schwieriger, weil so nervös und Aufnahme läuft und hast du nicht gesehen. Naja, ihr kennt das ja. So, gucken wir einfach mal. Das kommt uns aber bekannt vor, die Region. Hatten wir das nicht sogar im ersten Part? Da hat sie aber noch geschneit. War das nicht so, dass wir da auch mit Trevor unterwegs waren? Oder war das mit irgendjemandem anderen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt erstmal beim Gasthaus. Und gucken mal, was der Chinese hier so macht. So, wo ist der Chinese? Da nicht. Wir gehen einfach mal rein. Pisswasser. You're in Pisswasser Country. Nicht schlecht. Haben sie natürlich wieder eingedeutscht. So, wir gehen einfach mal rein. Ach du Scheiße. He's one. Ban him. I have a video. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. 我操他妈的真是玩翻了! You speak Spanish, speak it to each other! Mr. Tao Chung is pleased to meet your acquaintance. Oh yeah, he seems it. 我说人事你真是太好了! 你有空就加的来分飞的我! 这真是我人生中最美好的一刻! What the fuck is wrong with him? 就是这个,来来来来来! I'm out. No, don't go! Please, I beg you. If you go, his father kill me.
Why do I give a fuck? You don't. But we hear that Trevor Phillips Corporation is serious business. We pay good price. Things work out, we partner, make big money. I'm rushing! Well, let me show you the operation. Was ist das denn für einer, ey? Begib dich zum Meth-Labor. Der ist ganz schön high, oder er hat halt Alkohol oder ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Ist das nicht so bei den Chinesen oder so? Hast du erstmal Chefkoch gewählt? Chefkoch Tony? Oder wer? Chef, wir kommen nur, um die Küche zu sehen. Du kannst hier nicht schnell genug kommen. Die Aztecas kommen. Sie denken, du hast Ortega genommen. Sie sind nicht falsch. Geh hier hin und nimm sie auch. Jetzt müssen wir erst nochmal einen anderen umlegen. Also wie gesagt, ist das nicht bei den Chinesen so, dass sie nicht so gut Alkohol vertragen? Oder irgendwelchen Stoff? Keine Ahnung. I'm worried that might dilute what our operation's all about. We're part of the slow meth movement. Bioregional, locavores only. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Trevor, we ain't got long till they get here. Everything in its time, all right. Gentlemen, please, come check out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! Oh ja, jetzt wird's spannend. Jawohl. Gibt's erstmal wieder eine Schießerei und die beiden Chinesen können sich erstmal im Hintergrund behalten. So, jetzt mal gucken, ob ich mich bei der Schießerei ein bisschen besser anstelle als sonst. So, erledige Ortegas Leute. Oh lol, wie viel sind das denn? Aber was habe ich denn gemacht? Wer ist denn überhaupt dieser Ortega? Ich kenne den Mann nicht. So, lad erstmal nach. Alter, wie viel sind das denn schon wieder? Ich habe mich ja im letzten Part ein bisschen blöd angestellt. Alter, hier explodiert ja alles. So, da hinten der Typ, der versteckt sich noch. Komm, zack, der ist schon mal down. Jetzt kommen da unten noch zwei. Was, sie sind durch den Zaun. Warte mal, zuerst töte ich nochmal den einen da unten. Da war doch noch irgendwo einer. Achso, folge dem Chefkoch nach draußen. Okay, dann folgen wir ihm halt nach draußen. War das hier durch? Oh ja. Ach hier, der gelbe Balken zeigt den Stand von Trevors Spezialfähigkeit. Drücke L.R. dreißig, um Trevor wütend zu machen. Okay. Und dann? Was passiert dann? Was passiert dann? Hä? Ach, da! Ach, der Typ? Lol, der stand direkt hinter uns? Hab ich gar nicht gesehen. Jetzt müssen wir uns erstmal aber ausrüsten. Oh, ich hab's doch schon wieder verkackt. Ich hab's doch schon wieder verkackt, ey. Seht euch das doch an. Ich bin gleich tot. Ja, er schießt mich. Komm, er schießt mich. Er schießt mich. Hau den doch. Warum kann ich den nicht schlagen? Ich habe doch wieder geschlagen. Jetzt da stelle ich mich wieder blöd an, weißt du? Und deswegen sind die ganzen Missionen immer fehlgeschlagen. Ah, das kann doch nicht so schwer sein. Also nochmal jetzt. Ich muss einfach die Waffe ausgerüstet lassen, glaube ich. Das war, glaube ich, mein Fehler. Ich habe, glaube ich, die Waffe nicht ausgewählt gelassen. Wo sind die? So, du willst auch noch? Zack, du auch noch. Oh, der lebt noch. Voll in die Eier. Zack. Der lebt auch noch. So, kann man den Wagen nicht in die Luft sprengen? Reloaded. Switch reloaded. Ich habe auch das Gefühl, dass sie dich langsam umbringen wollen. Hinterm Gebäude. Folge dem Chefkoch. Aber was wollen die denn von mir? Ich weiß nicht, wer Mr. Ortega ist. Stay in cover. Machen wir das doch mal. Aber zuerst down. Aber den Wagen, ey. Warum kann man den Wagen nicht in die Luft drücken? Oder haben wir nicht irgendwie eine... Alter, wie viel von diesen Typen gibt's denn? So, du bist down. Du bist down. Ach du Scheiße. Jawoll. Uiuiuiui, jetzt geht's ab. Ich weiß gar nicht, was das für eine Waffe... Ah, okay. Ja, krass. Ein Granatenwerfer. Zack. Ja, so räumt man doch leichter hier auf. Zack.
ganz hinten noch jemand. Ach, da hinten kommen die. Fuck. Scheiße, jetzt habe ich natürlich wieder die normale Waffe, aber das war gerade geil. Das muss man ja sagen, das war gerade wirklich geil. So, du brauchst gar nicht aussteigen. Noch einer. Noch jemand, der ist noch nicht tot? Gibt's doch gar nicht, Alter, der liegt im Feuer drin, ne? Wir müssen zu der Front des Shops, komm on! Did you just try to tell me what to do? Ja, hat er. Alter, der ist ganz schön aggressiv. Warum ist denn der so aggressiv, ey? Na egal, auf jeden Fall. So sieht das so ein Boss, einfach aggressive Leute. Sie kommen durch die Tür. Wo kommen die durch die Tür? Da kommen sie. Jungs, ich sag euch, ey, das ist mein Laden. Das ist der Laden von meinen besten Freunden. Gibt's die besten Sachen. So, zack. Ah, es ist schwierig, ey. So, der lebt noch. Der lebt nicht mehr. Der lebt leider auch nicht mehr. So, dann schnell. Ortega ist tot. Ach ja. Ah, begib dich zur Kühltruhe. So, der eine ist... Oh, gut, ihr lebt noch. I think we have seen quite enough. Kaito, das ist mir doch zumal. I'll swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey Trevor, are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Und tschüss. Tja, das war ja mal ein langer Aufenthalt. So, weil wen haben wir hinzugefügt? Mr. Cheng Jr. Aha. Trevor Phillips, in des Trees. Jetzt machen wir einfach mal weiter. Haben wir denn noch eine neue Mission oder müssen wir zu dem Fragezeichen? Ah, ne. Ich gucke erstmal. Also hier, das ist, glaube ich, sein Zuhause. Ja, das ist sein Unterschlupf. So, jetzt haben wir hier wieder eine Fremde und Freaks Mission. Die müssten wir ja machen. Also ich habe ja rein aus Erfahrung mit Franklin raus, habe ich ja erfahren, dass man diese Mission auch machen muss. Deswegen machen wir die mal. Auch wenn es jetzt bestimmt wieder falsch ist, aber wir machen die einfach mal. Nehmen wir den Wagen? Ah, ich würde nicht gern meinen Wagen nehmen. Mein Wagen ist einfach zu schäbig. Egal, ich nehme den trotzdem. Ist er nicht weit. Man merkt aber gar nicht, dass man hier im Norden von der Stadt ist. Also mir fällt das gar nicht auf, dass wir im Norden von der Stadt sind. Ich denke eher... Weiß nicht, also sieht nicht nach Norden aus irgendwie. Guck mal, hier sind Berge und im Norden gibt es ja eigentlich gar keine Berge. Ne? Also wenn man das jetzt mal hier auf Deutschland bezieht. Wir sind ja nicht in Deutschland, wir sind ja in Amerika. Deswegen, im Süden gibt es ja mehr Berge, aber ist ja egal. Wir gucken jetzt einfach mal, was diese Fremde und Freaks-Mission auf sich hat. Hi. Hey, alright. You're gonna meet a bitch, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on, my throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What, what, what? Sorry, now, where sorry. Were we on, exactly, get up, huh? Get up. We're sorry, man. We're sorry. Help! Help! There's a guy with a gun! Shithead! Randale! Neutralisiere 25 Hinterwäldler. Es ist eine Auswahl an Waffen verfügbar. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich denn jetzt machen? So, ich muss bestimmt wieder... Bestimmt bin ich wieder zu behindert jetzt. Also auf jeden Fall erstmal die Typen hier. Oh, natürlich wieder 25 Leute gegen mich. Zwei Kills. Wo sind die anderen? So, achso, ich habe freie Auswahl. Ach nee, ich wollte schon sagen, ich habe begrenzte Schüsse. Nee, habe ich nicht. Achso, wenn ich hier ausschalte. Aber warum ist der Bildschirm denn jetzt so zerkratzt? Das verstehe ich nicht. Wo sind denn die anderen? Ich habe nur eine Minute Zeit. Hallo, warum habe ich denn... Oh ja, ich bin wieder tot. Ich sehe das schon wieder. Ich kann ja nichts gegen machen, weil ich selber zu blöd bin. Ja, fick dich doch, ohne Witz. Ich gegen 25 andere? Also wie scheiße ist denn das?
Wie kacke ist das denn? Also ich versuch's jetzt noch einmal und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann muss ich leider wieder überspringen, weil... Randale. So, neutralisiere 25 Hinterwäldler. Was soll ich jetzt machen? So, ich gehe jetzt einfach mal erst hier hinter. Aber kann ich die Wagen nicht in die Luft springen? Warum kann ich die Wagen nicht in die Luft springen? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich habe auch Handgranaten dabei. Merke ich gar nicht mehr, gerade hinter mir sind Leute. Mal hier. Ja, Leute, ey, ist doch nicht wahr. Aber was sind denn seine Spezialfähigkeiten? Lebt er dann ein bisschen länger? Hält er dann ein bisschen mehr aus vielleicht, weil der dann sauer ist? Man ist ja ganz schön aggressiv, muss man ja mal sagen. So, wo seid ihr? Ich gehe jetzt einfach... Weißt du, was ich mache? Fällt mir jetzt gerade so spontan auf. Ich gehe jetzt mal hier hoch einfach und verstecke mich einfach hier oben. Sollen sie doch hochkommen, wenn sie Probleme haben. Sollen sie doch hochkommen? Ich erledige die von hier oben. Kommen sie hoch? Nein, die kommen nicht hoch. Dann bin ich ja hier erstmal geschützter. Auf jeden Fall. Aber ich muss gucken, dass sie hier wirklich nicht hochkommen. Naja, Risiko ist Risiko. No risk, no fun. Ich habe doch Handgranaten hier. 25 Handgranaten. Ah, die sind doch hinter mir. Habe ich doch gewusst. Habe ich doch gewusst. Da. Schön in den Arsch geschossen. Wo sind die anderen? Die müssen doch hier auch irgendwo sein. Die sind irgendwo unter uns. Die waren irgendwo unter uns. Wir haben auch nur noch 36 Sekunden Zeit. Ich weiß auch nicht, warum das auf Zeit geht. Ich versuche mein Bestes, wie gesagt. Nicht zu sterben. Ja, hinter mir ist doch schon irgendwo wieder jemand. Wo sind die denn? Sind die unter uns? Unter mir im Haus? Ich habe das Gefühl, die sind unter mir. Da. Moment. Moment. Jetzt werfe ich eine Granate. So. Und Schluss ist. Ah, ich habe eine Waffe mit einem größeren Magazin, deswegen. So, 15 Kills. Reicht wieder nicht, war klar. Trevor hat nicht genug Ziele ausgeschaltet. Sag mal, weißt du, wie schwer das eigentlich ist? So, einmal noch. So, du schon mal weg. Du schon mal weg. Jetzt hole ich mir gleich die Handgranaten. Moment. Achso, kann man auch so werfen. Ist mir gerade aufgefallen. Jetzt brauche ich wieder... Nein, was mache ich denn? Mein Gott, ich stelle mir wieder behindert an hier. Ja, ich laufe wieder richtig... Ja, ist doch so scheiße. Was soll ich denn da machen? Ohne Witz. Ich kann mich ja nur verstecken. Was soll ich denn sonst machen? Geh doch hoch da. Warum geht er da nicht hoch? Ja... Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Weißt du das eigentlich? Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ich weiß auch gar nicht, wo ich zuerst hinschießen soll. Das ist es ja. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Egal, wo ich hingehe, ich werde eh abgeknallt. Ich habe sowieso gar keine Chance. Ich habe keine Chance gegen 25 andere. Was soll ich denn da machen? Null Chance. Du kannst nichts machen. Keine Chance. Egal, was du machst. Huch. Vielleicht mal eine Granate hochjagen. So. Aber wir sind immer noch nicht tot. Sag mal, das gibt's... Ja, das gibt's doch gar nicht. Du bist doch von einer Granate. Müssen die doch sterben, Alter. Oder bin ich blöd? Oh, ist das lächerlich. Ja, ich kann sowieso nichts machen. Ich bin eh gleich wieder tot. 25 andere gegen mich allein. GG, ey. Wirklich. Logisches GG. Das habe ich schon beim letzten Mal nicht geschafft, weil da auch gefühlt 100 Leute gegen mich waren. Aber das gibt's doch gar nicht, dass die so viele Leute sind. Ich werf einfach mal überall eine Handgranate hin. Gucken, ob das was nützt, aber ich glaube sowieso nicht. Nützt sowieso wieder nichts. Kann machen, was ich will. So, da ist jemand. Der lebt noch. Jetzt kommen die von da hinten wieder. Das ist doch nicht zu glauben. Guckt euch das doch mal an. So, Junge. Komm her. Wo sind die anderen? Ich sehe die gar nicht. Wo sind die anderen? Wo sind die? Die sind oben auf dem Dach. Da ist einer. Sag doch was. Ja, da hinten sind noch welche. Junge, 25 Leute. Ich sehe die alle gar nicht. Ja, ich kann nichts machen. Ich kann, wie gesagt, nichts machen. Ich werde gleich wieder abgeschossen. Ja. Da, 25 Stück. Aber von der Zeit her werde ich das wieder nicht hinkriegen. Oder sag ich mal von der Anzahl her. Das ist doch nicht wahr. Guckt euch das mal...
Ich lief jetzt einfach, also das ist doch nicht wahr. Wir versuchen das im nächsten Part nochmal. Also jetzt sind 20 Minuten rum, verlassen. Hierdurch geht sämtlicher Missionsfortschritt verloren. Willst du die Mission verlassen? Ja, ich verlasse die Mission jetzt, ehrlich. Ich mache die irgendwann anders nochmal. Das geht ja mal überhaupt nicht. Also, sorry, wenn ich so blöd bin. $5,000 für einen Krankenhausaufenthalt. Aber dafür habe ich ganz schön viel Geld bekommen, muss ich sagen. 103.000 US-Dollar und ein paar zerquetschte. Naja, wir gucken einfach nochmal. Ich starte vielleicht nochmal einen neuen Versuch. Im nächsten Part oder da oben gibt es noch eine zweite Fremde und Freaks-Mission. Vielleicht starten wir ja die im letzten Part. Also, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen oder ein Abo. Und dann beim nächsten Mal wieder reinschalten. Macht's gut. Ciao.